Hallo, ich begrüße dich. Heute ist Dienstag, der 25.06. und ich sage das Datum, weil heute Michael Jackson vor 5 Jahren gestorben ist, was ich natürlich nicht glaube. Und ich möchte jetzt erstmal vornherein was sagen. Ich war noch nie ein wirklicher Fan von ihm. Ich kannte ein paar Lieder von ihm, ich mochte eigentlich nur den Earth Song und You Are Not Alone. Ja, vor 5-6 Tagen war das erst, da habe ich ja im YouTube ein bisschen Musik gehört und dann kam ich halt auf Michael Jackson, auf seinen Earth Song, dachte ich, ja, höre ich das doch mal wieder an, ist schon so lange her und so. Und ja, ich habe es dann halt angehört und an der Seite bei YouTube, da stehen ja immer so Vorschläge, also so ähnliche Videos. Und da stand dann Michael Jackson, die organisierte Flucht. Und dann dachte ich, hä, was ist denn das jetzt? Und dann bin ich da drauf gegangen. Und dann hat es mich fast umgehauen, weil da waren Sachen zu seinem Tod, die eigentlich ungereimt waren, also die überhaupt nicht da zusammenpassen mit seinem Tod. Und dann habe ich einfach recherchiert, ich habe gegoogelt, ich habe ge-YouTubed, ich habe geschaut, ich habe gemacht, ich habe getan und ich habe mich wirklich da reingelesen in die Sachen und Sachen angeschaut, Videos, alles Mögliche. Und seitdem bin ich einfach der Überzeugung, dass er gar nicht tot ist, dass es einfach nur alles inszeniert war. Es gibt auch viele Fakten. Ich habe ein paar, die ich dir jetzt einfach mal erzählen würde. Und das Erste, das ist das Allerkrasseste. Also, ich meine, das ist ja wirklich schon das Ausschlaggebende, dass er noch lebt. Und zwar bei South Park, das habe ich auch gesehen im Internet. Tja, da gibt es eine Folge, die heißt Jefferson oder sowas. Jedenfalls war das 2004, als es ausgestrahlt wurde. Und da haben die Macher von South Park eben schon gewusst, dass er mit 50 Jahren, also 2009, im Ruhestand ist. Und ja, schaut es euch einfach selber an und ihr könnt das Datum sehen und ihr könnt auch wirklich sehen, dass es 2004 war und dass sie da sagen, 50 Jahre. Und man sieht ihn auch dann als Cartoon-Figur und schaut es euch einfach an. Und ich meine, das ist das allergrößte Indiz, dass er gar nicht gestorben ist, weil wie können die sowas wissen? Das nächste ist, dass er kein Name auf seinem Grabstein steht. Ich meine, ich bin jetzt da nicht rübergeflogen oder so, habe nachgeguckt. Nein, ich habe das aus dem Internet. Ich meine, wenn er wirklich gestorben wäre, dann würde da ein Grabstein stehen. Okay, es kann vielleicht wegen Grabräuberei sein, aber das glaube ich jetzt auch eher nicht, weil ich meine, Mooshammer oder irgendjemand anders hat ja auch seinen Namen dastehen. Die könnten ja auch geklaut werden. Und ja. Dann seine Familie, die war fröhlich bei der Trauerfeier, auch ein paar Tage nach seinem Tod sind sie zur Neverland Ranch gefahren und die waren da auch total fröhlich, haben da gelacht und ich meine, wenn jemand gestorben ist vor 2-3 Wochen, dann lacht man nicht, dann ist man traurig und trauert, weil gerade die Trauerfeier ist, da kommt dann alles nochmal hoch und man begreift es dann und nee, das kann irgendwie nicht sein. Ja, 2009 hat er eine, ich sag mal, Pressekonferenz gegeben, wo er angekündigt hat, eine 50-Konzerte-Tournee zu machen. Und da sagte er, this is the final curtain. Tja, und the final curtain, das ist eine Firma, die den Tod vortäuscht. Man geht da, denke ich, hin, zahlt einen Haufen Geld und die inszenieren dann einem seinen Tod. Und er hat es einfach darauf hingewiesen. Tja, und dann war er mal bei CNN, das war an dem Tag bei seiner Trauerfeier, war er bei CNN und hat ein Interview gegeben als Dave, verkleidet oder halt, ja ich sag mal verkleidet, weil das ist ein Brandopfer. Das war ein kleiner Junge, der wurde von seinem Vater angezündet und total im Gesicht verbrannt und überall. Und er hat sich halt mit Michael Jackson irgendwie dann angefreundet. Die waren dann lange, lange Freunde. Und ja, Michael Jackson, man weiß, er war in seinem Musikvideo Ghost, war er als dicker Mann verkleidet und man erkannte ihn nicht. Und deshalb hat er sich auch als Dave verkleidet, mit Maskenbildnern, allem Möglichen. Und
Ja, auch von der Stimme her, wie er redet und die Augen, also das ist ganz klar Michael Jackson. Ja, er hat halt auch Schulden hinterlassen nach seinem angeblichen Tod und man sah ja, nachdem er tot war, war das Album Thriller sofort auf Platz 1. Jeder wollte was von Michael Jackson haben, irgendwie CDs, Poster, T-Shirts und so weiter. Und die ganzen Einnahmen durch die Verkäufe, die gingen an die Familie und somit konnten die halt alles abbezahlen. Und dann das Foto im Krankenwagen, was man von ihm sieht, wo er dann so da liegt, das ist ein Fake, ganz klar, habe ich auch erst vor kurzem gesehen. Weil es gab mal eine Bühnenshow von ihm, da lag er dann auf der Bühne und da wurde dann halt verglichen von demjenigen, der das Video gemacht hat, die Partie, also den Kopf, wo er da lag auf der Bühne mit dem von dem Krankenwagenbild und es war genau identisch. Und selbst wenn es kein Fake wäre, wie erklärt man sich dann, dass man Michael Jackson auf dem Foto richtig sieht, aber die Scheiben des Krankenwagens von außen abgedunkelt waren? Das kann nämlich dann auch nicht sein, dass man dann ein richtig schönes, helles Bild kriegt, auch wenn die Scheiben da abgedunkelt sind. Und es gibt auch nur ein einziges Foto. Also ich meine, bei Britney Spears, als sie sich den Kopf rasiert hat, da gab es keine Ahnung, wie viele Paparazzis da waren. Und bei Michael Jackson war niemand. Das kann ja wohl nicht sein. Und ja, bei der Konzertankündigung von den 50 Konzerten, das war nicht Michael Jackson, das war ein Double, weil das sieht man eigentlich direkt gleich am Kinn. Das Kinn ist viel breiter bei dem Double. Auch die Kinnfalte ist viel breiter und größer. Und ja, er ist hingestanden, hat was geredet. Dann nach einem Satz ist er wieder weggelaufen. Dann ist er wieder hingestanden, hat wieder geredet, dann wieder weggelaufen. Die Fans haben mal rumgeschrien und so. Und ich meine, wenn es wirklich gewesen wäre, der echte, dann wäre da stehen geblieben, er hat die ganze Zeit geredet, aber ich denke, dass das Double und das vielleicht nicht konnte, so die Stimme so verändern, wie Michael Jackson es hat, auf die ganze Dauer und dann hat er immer wieder Pausen gemacht. Ja, und dann sein Bruder Jermaine, der versprach sich in einem Interview, er sagte, also auf Englisch sagte er das, dass Michael Jackson nicht so gesund war auf dem Weg zum Flughafen. Also zum Airport und dann sagte die Reporterin, also die Interviewerin, was meinen Sie? Und dann sagt er, im Krankenhaus meinte er, also Hospital. Und ich meine Airport und Hospital, das sind zwei komplett verschiedene Worte. Und dann gibt es noch einen Fakt, dass kurz nach seinem Tod der ganze Flughafen gesperrt wurde für 2 Stunden, weil da ein Privatjet gelandet hat. Und da durfte dann niemand am Flughafen sein. Das ist ja auch irgendwie seltsam. Und deshalb denke ich einfach, dass Jermaine gemeint hat, dass er zum Flughafen gegangen ist und dann an dem Tag auch der Flughafen gesperrt wurde und Michael Jackson einfach weggeflogen ist. Ja, das sind einfach jetzt so ein paar Fakten, Indizien, wo ich meine, dass es einfach inszeniert ist, das Ganze. Es gibt noch ganz viele Videos und ganz viele Berichte und Bilder und alles Mögliche. Ihr müsst wirklich mal googeln, wenn ihr es mir nicht glaubt. Und ja, ich denke, ich stehe vielleicht alleine da oder nicht ganz alleine, dass er noch lebt, aber ich bin mir tausendprozentig sicher, dass er nicht tot ist, dass es nur inszeniert war. Und warum er das gemacht hat, ich denke einfach, dass es ihm einfach zu viel geworden ist. Der ganze Rummel und dann die ganzen Konzerte, die er machen sollte, es waren ursprünglich erst 10 geplant und plötzlich wurden es auf 50 gemacht, weil eben der Andrang von den Fans und Ticketsverkäufen so krass war. Und ich denke, er konnte das einfach nicht mehr ertragen. Vielleicht kommt er irgendwann mal wieder zurück, man weiß es nicht. Vielleicht ist es euer Nachbar oder ihr seht ihn morgen im Supermarkt oder so, aber ihr kennt ihn nicht, weil er einfach verkleidet ist. Er kann ja jetzt so nicht mehr auf die Straße gehen, wie er jetzt aussieht. Und
Wenn es dir gefallen hat, dann gib mir einfach einen Daumen hoch, schreib mir einen Kommentar, was du darüber denkst, ob er noch lebt, ob er tot ist, ob es inszeniert ist, ob ich irgendwie nur spinne oder schreib mir deine Meinung. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.